Ja, hallo, liebe Eishockey-Freunde. Willkommen zu 10 Minuten und raus, der Penny DEL Talk. Auch als Podcast. Wieso? Das ist doch klar. Warum ist es klar? Ja, wer den als Podcast hört, der weiß ja, dass es ein Podcast ist. Ja, ich kann jetzt sagen, ohne Podcast. Naja, wie auch immer. Wie auch immer. Willkommen zu unserem neuen Format, 10 Minuten und raus. Wir wollen euch heute einfach, wir wollen das jetzt wöchentlich machen, so eine kurze Zusammenfassung der letzten DEL-Spiele geben und sind total glücklich, dass wir als Moderator, weil ohne Moderator können wir uns irgendwie gar nicht organisieren, den Felix gewinnen konnten. Hi Felix. Ich grüße euch alle. Lass uns gleich loslegen, kurz und knackig. Welche Spiele gab es denn bisher so? Ja, starten wir mit der Mutter der Derbys in die Saison rein und auch in den Talk hier rein. Köln gegen Düsseldorf. Düsseldorf konnte das Ding dann in der Overtime 5-4 gewinnen. Ja, Jungs, wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, gutes Comeback von Köln, würde ich sagen. Also es war aus meiner Sicht ziemlich lang eigentlich eher Richtung Düsseldorf. Mhm. Aber der Torhüter von Köln, und haben sie ganz gut im Spiel gehalten. Ich würde sagen, ein bisschen Pech im Abschluss oder Unvermögen, keine Ahnung. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Köln dann noch zurückkommt. Wie seht ihr das? Ja, also ich muss sagen, weil du den Torhüter von Köln ansprichst, der Pogi, ich bin gespannt, was aus dem nur wird. Für mich einer, der eigentlich relativ viel durch die Gegend rennt, rauf und rüber in die Ecken, keine Ahnung, unglaublich krasses Torhüterspiel hat für mich. Aber auch extrem geile Paraden macht. Also ist sicherlich eine gute Verstärkung. Und ich meine, die zwei schnellen Tore am Schluss von Matsumoto waren natürlich hammermäßig. Das war der Hammer, ja. Würde ich auch sagen, für mich eigentlich auch mit der Man of the Match Matsumoto, obwohl er den Penalty dann nicht getroffen hat, aber er war hat sie überraschend, überragend aus meiner Sicht. Ja. Sascha, du hast es gerade angesprochen mit Justin Poggi auf der Kölner Seite. Wie steht ihr zu dem Experiment der Düsseldorfer IG im Tor? Die haben zwei brutal junge Goalies da hinten drin mit Mikko Pantowski und Henrik Hane. Wie schätzt ihr das ein, dieses Projekt? Also, ich bin da mega der Fan von. Ich gebe dir da völlig recht, ja. Der Hane hat auch für die Nationalmannschaft schon tolle Partien gemacht. Der wird dieses Jahr richtig gute Partien machen, da bin ich mir fast sicher. Ich meine, der Weggang vom Niederberger ist natürlich schmerzhaft für Düsseldorf, hat man ja auch gesehen, sehen wir ja nachher, dreht man ja gleich das nächste Spiel. Berlin, für mich der Matchwinner mit der Niederberger. Ich finde es super, zwei so junge Torhüter zu haben. Also ich bin gespannt. Aber du brauchst natürlich einen langen Atem als Verein und du musst dem Experiment auch dann die Treue halten, wenn es vielleicht mal einen Spieltag gibt, wo es nicht funktioniert. Ja, weil klar. Die Konstanz bei so jungen Spielern ist erfahrungsgemäß immer schwierig. Ja, und die da bin ich gespannt, ob es auf der Torhüterposition funktioniert. Du musst sehen, dass aufgrund der ganzen Corona-Geschichte viele Vereine jetzt mit jungen Spielern versuchen, die Zeit zu überbrücken. Ja, das war eine finanzielle Geschichte. Drum ist es eigentlich, würde ich auch sagen, eigentlich ein positiver Impact auf die DEL. Ja. Wir werden es auch in den nächsten Spielen sehen, wo junge Spieler gescored haben oder schon viel Eiszeit bekommen, auch im Powerplay. Und eigentlich vielleicht auch eine Riesenchance jetzt aufgrund dieser Krise. Sascha hat es gerade schon angesprochen, Man of the Match in Berlin, Matthias Niederberger. Springen wir direkt nach Berlin rüber, auch zu eurem ehemaligen Spieler aus Augsburg, Matt White. Berlin gewinnt. Berlin gewinnt 3-2 gegen Bremerhaven, die für mich einen phänomenalen Magenta Cup gespielt haben. Also ja, auf das jeden war Fall. Tatsächlich echt eine sehr überraschend auch, ja. Hm. Hätte ich auch nicht so getippt, ja. Und tatsächlich finde ich den Sieg der Berliner gegen Bremerhaven genauso eine Überraschung, weil wenn man sich den Magenta Cup angeschaut hat, hast du gedacht, okay, die fahren da jetzt nach Berlin, die klatschen die schnell an die Wand und dann fahren die wieder nach Hause. Ja, vielleicht hat Bremerhaven auch gedacht. Das war die einzige Überraschung. Also das haben wir ja dann in München auch gesehen letztendlich.
Aber natürlich, die Verpflichtung von Matt White ist natürlich ein Schachzug von Berlin. Hut ab, muss ich da fast sagen. Hätten wir natürlich gerne in Augsburg gehabt. Tut brutal weh. Dann in den Winkel reinhaut, ist typisch für Whitey. Ich würde sagen, ja, da werden sie noch viel Freude mit ihm haben. Und ich meine, die Parade 3 Sekunden vor Schluss vom Niederberger war der Matchwinner eigentlich. Ja, mit aber das ist genau das, was wir halt auch sehen. Dieser eine Decider, ob das ein Matsumoto ist in Köln, ob das ein Matt White in Berlin ist. Wenn wir zu den nächsten Spielen kommen, irgendwann nach Augsburg, dieser Decider ist halt ein ganz wichtiger Spieler und den haben nicht viele in der Form. Richtig. Ja, gehen wir direkt mal weiter, weil die Zeit drückt. Ich habe als nächstes auf dem Zettel Mannheim gegen Nürnberg. 5-1 für Mannheim, ja. recht deutliche Geschichte. Klares Spiel, ja. Möchte man meinen. Also habe ich jetzt auch von Mannheim erwartet, diese deutliche Geschichte. Sehe ich überhaupt nicht so. Ja? Wenn ihr da sagt, klare Sache, Felix, wir haben uns schon unterhalten vorhin drüber, so klar war es nicht. Also das erste Drittel war aus meiner Sicht ein sehr guter Start auch von Nürnberg, relativ auf Augenhöhe. Dann kamen zwei unglückliche Tore, hat auch der Torhüter nicht gut ausgesehen. Das kann passieren. Dann stand es halt 3-0, ja. Und ab dann, wenn es eine klare Sache gewesen wäre, hätte ich erwartet, dass Mannheim vielleicht das, man könnte jetzt sagen, Mannheim hat es cool runtergespielt, dann sind wir bei dem Thema von euch, klare Sache, aber ich muss sagen, so kalt erwischt, unglücklich 3-0 zurück und dann war das Ding durch, aber so klar, dominant, aber wie sie es anhört, würde ich gar nicht sagen. Für mich die Szene des Matches eindeutig das Tor von den zwei Jungen. Ja. Wirklich eine Klasse, wie der 16-Jährige sich da durchtankt. Schade, dass er es nicht selber gemacht hat, aber das Tor war trotzdem dann frei. Viel cooler war eigentlich der Jubel noch. Er in mit dem Gitter. Mit seinem Gitter. Er ist natürlich auch nicht groß, weißt du? Er ist ja nicht groß. Und dann. Weltklasse. Das war wirklich die Szene des Spiels schon fast, würde ich sagen. Ja, und Sascha, du sagst es auch. Klare Geschichte in Mannheim. Ich habe es gerade schon gesagt, ich sehe das anders. Ich hatte auch am Wochenende dann Kontakt zum Nürnberger Trainer Frank Fischöder. Er war zufrieden mit der Leistung der Nürnberger und er sagt auch klipp und klar, wenig Spielpraxis, wenig Trainingspraxis. Das ist das Problem. Ja. Ich glaube tatsächlich, schickt die Nürnberger, wenn die eingespielt sind, in 4 Wochen nach Mannheim und dann siehst du ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, dann geht das nicht 5-1 aus und dann nimmt Nürnberg vielleicht auch die 3 Punkte mit nach Hause. Ich glaube, dass das insgesamt in der Saison dann nur interessant wird, weil wir müssen ja auch mal sehen, es gibt Mannschaften wie Mannheim oder auch München jetzt, die teilweise seit Anfang September, Ende August, Anfang September auf dem Eis sind. Genau. Gerade München, die 2 Turniere schon gespielt haben und dann gegen Mannschaften... 3 sogar. Oder 3, ja. Die gegen Mannschaften spielen, die im Endeffekt gerade mal 20 Tage, also 3 Wochen auf dem Eis waren. Ja, springen wir direkt weiter. Machen wir das Augsburger Spiel zum Schluss oder wollen wir es direkt reinbauen? Können wir gleich reinhauen. Lass uns in der Zeitleiste bleiben. Genau. Dass der Münchner das nach hinten schieben will, ist mir klar, weil er fällt runter. Ja, aber Felix als München-Fan will das Highlight natürlich haben. 8 Minuten haben wir schon, gell? 8 Minuten ist schon rum von da. Oh, jetzt ja, aber Männer, es gibt ja eigentlich bei 10 meistens nur 2 mit dazu. Ja, okay. Also vielleicht können wir ein bisschen überziehen heute. Gerade weil es das erste Mal ist. In Zukunft machen wir dann nicht zu viel reden, komm. Komm, Magic, weiter. München gegen Augsburg. Ja. München geht dann da tatsächlich als Sieger vom Eis, da lange für mich auch nicht so aus. Wie habt ihr jetzt, ihr kennt die Augsburger Mannschaft relativ gut, wie habt ihr die Mannschaft gesehen und wer war so der Spielentscheider am Sonntag? Also ich sag, ich hätte gedacht, auch gerade nach dem schnellen ersten Tor, das geht dahin. Ja? Also nach den ersten 5 Minuten, ja. Nach den ersten fünf Minuten war das, boah. Und da muss ich sagen, Hut ab vor Augsburg, also wie die da gekämpft haben. Ich finde,
Henry Haase hat es, Henk hat es gut auf den Punkt gebracht. Die Münchner kacken sich ein, wie jedes Mal, wenn wir in München spielen. War ein super klasse Interview von ihm. Und so war es am Schluss. Also die Augsburger waren deutlich näher dran am 3-3 als die Münchner am 4-2. Aber ja, gut, man muss die sagen, haben es war, Schluss. Ja, es war sagen. Verdient für München. Das müssen wir als Augsburger aussagen. Und wenn München nach dem, was Augsburg total in die Karten gespielt hat, war kurz vor Drittelende des 3-2. Ja. Und ich kann auch sämtliche Augsburg-Fans verstehen, die ein bisschen unzufrieden waren mit den zwei Entscheidungen. War ich auch. Ja, weil die waren aus meiner Sicht relativ klar. Den Penalty muss man eigentlich geben. Den nicht zu sehen ist schwierig. Vier Schiedsrichter auf dem Eis sehen den nicht. Den hohen Stock hat er nicht gesehen, war in seinem Rücken. Könnte man sich anschauen dadurch, weil es keine Tatsachenentscheidung ist. Aber nichtsdestotrotz, es sollte heißen, wir haben es jetzt wegen des Schiedsrichters verloren. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht. München hat das Ding verdient gewonnen. Mich hat das Spiel erinnert an die Playoffs damals mit München. Oh ja. Und München eigentlich vergessen, den Sack zuzumachen, ein bisschen zu verspielt vorm Tor. Immer mal nochmal Zu sicher. Also die haben sich, glaube ich, am Anfang auch zu sicher gefühlt. Ja. Die Frage von mir an den München-Fan jetzt an der Stelle, ist der Münchner Torwart kompetitiv für den allerobersten Platz in der Liga? Nein. Also dieses letztes Jahr, als man mit Austin Birken und Reich in die Liga gestartet ist, habe ich gesagt, okay, wir haben mit das beste Torhüter gespannt. Dieses Jahr, also ich mag Daniel wirklich. Er ist für sein Alter auch ein guter Torhüter, aber wenn du dann... Ein erfahrener Mann an der Seite. Ja. Aber überleg mal, normalerweise hätten wir dieses Jahr mit diesem Gespann Champions Hockey League gespielt. Das muss man ja auch nochmal so ein bisschen noch mit berücksichtigen, dass wir eigentlich mit diesem Gespann international gespielt hätten. Sorry, da sehe ich schwarz. Da bin meine Meinung. Also ich hoffe, dass kein Verantwortlicher von München zusieht. Jetzt, ich muss auch Olli Roar wirklich nochmal rausheben als Augsburger Torwart, der das Spiel eigentlich echt lange auch offen gehalten hat. Wir vermitteln da dann auch gerne, falls die von Nein, unverkäuflich, Alter, unverkäuflich, nächstes Spiel. Der EAC Ingolstadt gegen die Schwenninger Wild Wings. Ich hatte dieses Jahr schon die Ehre, ich durfte Magenta Sport Cup Schwenninger Wild Wings gegen Wie war das München. Finale Ergebnis? Ich habe es nicht bis zum Schluss gesehen. Schwenningen. 2-1, okay, dann habe ich alle Tore gesehen. Noch. Wobei man muss sagen, der Schwenninger Torwart, der Eriksson, wirklich überragend war. Also das war, ist ja ein abartiges Spiel von ihm gewesen. Ja. Und ich hätte es auch aufgrund der Vorbereitung... Zu Null hätte ich für ihn wirklich gekonnt. Ja. Also aufgrund der Vorbereitungsspiele Augsburg-Ingolstadt hätte ich gedacht, das gilt für Augsburg, das gilt auch für Ingolstadt. Ja. Die beiden kriegen sowohl gegen München als auch gegen Ingolstadt ganz schöne Klatsche. Und das hat mich auch überrascht. Aber erstes Saisonspiel ist wahrscheinlich auch immer anders. Das sieht man immer wieder. Eigentlich ist für mich Schwenningen so ein ganz schlafender Tiger, so mitten Geheimfavorit. Felix dagegen, gut so. Warum? Nee, für mich ist das kein Geheimfavorit. Den kann man auch tatsächlich im Favoritenrennen in du, der... Du meinst, er ist nicht mehr geheim. Aber wo haben die Schwenninger die Kohle her auf einmal? Aber Jungs, haben die einfach clever gekauft? Erst kurz bevor die Strafzeit zu Ende ist, gell, wenn der Torwart immer klopft. Ja, eine Minute, oder? Ja. Wir gehen weiter nach Wolfsburg, das diskutieren wir wann anders. Okay. Wolfsburg gewinnt gegen Krefeld. Mein Lieblingsverein aus Krefeld, da wird es auf jeden Fall nie langweilig. Ja, was willst du dazu sagen, ne? Ja, ich habe es gesehen, es war eigentlich relativ lang sogar offen. Ja. Es gab dann ein paar blöde Verletzungen und Strafen auch. Also es war ein ziemlich aktionsgeladenes Spiel, würde ich fast sagen, solange ich es gesehen habe. Und dann am Schluss, muss ich sagen, hat sie halt die Qualität durchgesetzt. Ich meine, die Situation bei Krefeld, wann kam das Ergebnis zustande? Ich glaube auch erst ziemlich am letzten Drittel. Mhm. Zweimal Powerplay. Krefeld hat einfach gute Leute jetzt kurzfristig verloren und konnte das nicht füllen. Und für Krefeld wird es ganz schwer, aus meiner Sicht. Ja, ich glaube, ja. Genau. Jetzt sind wir schon durch, oder was? Was sagt der Schiedsrichter?
Also die Uhr sagt fast 14 Minuten, da müssen wir nur dran arbeiten. Aber also 10 Leute, +2 +2, das passt. Wunderbar. Wann hast Spieldauer. Du haben wir nochmal 2 draufgelegt, das ist ja dann quasi eine Spieldauer. Ja. Ja. Trotzdem danke Felix, dass ja, du sehr gerne. Gemacht hast. Danke für die Einladung. Das war nur öfter. Wir werden das mit der Zeit nur hinbekommen, aber ihr seht, es gibt immer was zu diskutieren, es geht immer heiß her und ich muss sagen, der erste Spieltag hat mir gut gefallen. Ja, und weiter so. Auch an die Leute, die das jetzt sehen, vielleicht in den Kommentaren oder uns kurz eine Nachricht schicken, ob das Sinn macht oder nicht. Ja, gerne. Weil wenn es keinen interessiert, brauchen wir es ja nicht machen. Genau, perfekt. Aber ich sehe dich so gerne. Gutes Schlusswort. Ja. Also, servus. Ciao. Servus. Hallo, David, ciao.